Willkommen zurück auf Ruin Reserve. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die verrücktesten Gedankentricks der Welt. Und du solltest also unbedingt ganz bis zum Ende dranbleiben, um einen Trick zu sehen, bei dem ich dein Gesicht zeigen werde. Ja, du hast richtig gehört, ich werde dein Gesicht zeigen und du willst heute definitiv nichts verpassen. Und als erstes habe ich diesen Elefant hier. Und eure Aufgabe ist es zu zählen, wie viele Tiere sich in ihm befinden. Schreibt die Antwort mal gerne in die Kommentare, lasst euch aber nicht spoilern. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es sind nicht ein oder zwei und auch nicht drei oder vier Tiere. Es sind deutlich mehr. Also, wie viele könnt ihr erkennen? Und schreibt ebenfalls rein, welche Tiere ihr erkennen könnt. Let's go! Könnt ihr diesen Text hier lesen? Nur die allerschlauesten Menschen der Welt können diesen Text hier lesen, da er spiegelverkehrt ist und von daher sehr schwierig zu lesen ist. Unter anderem ist der Schwierigkeitsgrad ebenfalls auch dieser, dass der Text ebenfalls sich auf Englisch befindet. Das heißt, was könnt ihr dort erkennen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich bin gespannt, wer zu den Schlauesten gehört. Let's go! Diese beiden Bilder bilden ein Wort. Könnt ihr herausfinden, welches Wort sie bilden? Falls ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, die Antwort lautet Goldfisch. Ich weiß, es war ein bisschen irritierend, da an der rechten Seite kein Goldfisch zu sehen ist, sondern eine ganz andere Fischart, aber ich denke, viele von euch sind auf die Lösung gekommen und ganz wichtig ist an dieser Stelle, dass ihr euch nicht in den Kommentaren spoilern lässt, wenn ihr eure Antwort in die Kommentare schreibt. Und like und abonniere jetzt sofort oder diese Spinne wird heute Nacht unter deinem Bett sein. Ihr könnt jetzt so einen Weihnachtsbaum auf eurem Bildschirm sehen und eure Aufgabe ist es, für 15 Sekunden auf das Kreuzzeichen zu starren. Let's go! Schaut jetzt mal gegen die Wand in eurem Zimmer und blinzelt. Und falls der Trick funktioniert hat, solltet ihr jetzt den Weihnachtsbaum auch ebenfalls in eurem Zimmer sehen. Es ist doch echt cool, oder nicht? Auch wenn Weihnachten nicht mehr am Start ist, beziehungsweise noch lange dauert, bis wieder Weihnachten ist, finde ich, dass dieser Trick, beziehungsweise diese Illusion, richtig cool ist. Und ich zu meinem Teil finde solche Illusionen echt nice. Ihr könnt jetzt gerade so einen Hund sehen. Und das Verrückte daran ist, dass sich in diesem Bild noch ein zweiter Hund versteckt. Könnt ihr den zweiten Hund finden? Ich gebe euch, wie gewohnt, gleich die Antwort. Und der zweite Hund ist zwar kein richtiger Hund, sondern dort wurde einfach nur das Wort Dog, also Hund, versteckt. Es war echt crazy, aber ich denke, viele von euch haben die Lösung wahrscheinlich gefunden. Auf diesem Katzenbild ist tatsächlich ein Hase versteckt. Könnt ihr ihn finden? Schaut mal ganz genau hin und gleich gebe ich euch die Antwort. Also, ihr habt jetzt Zeit. Und dort zwischen diesen beiden Katzen befindet sich der Hase. Wer von euch hat ihn gefunden? Und seid in den Kommentaren ehrlich. Also nicht mogeln. Auf diesem Bild hier könnt ihr sehen, wie eine Frau in einem Teich steht. Aber schaut mal genau, was passiert, wenn ihr heranzoomt. Wie ihr sehen könnt, können wir dort jetzt ein verstecktes Gesicht erkennen. Die beiden Brücken im Hintergrund bzw. der Baumbereich und die Dame selber bilden einfach ein Gesicht. Es ist echt krass. Alleine das Kleid, was sie anhat, schaut so aus, als wenn sie ihre Nase wäre und unten kann man den Mund erkennen. Also es ist echt verrückt, wie man so etwas gestalten kann. Schaut euch mal dieses Bild hier an. In diesem Foto ist nämlich ebenfalls ein Bild versteckt und ich bin mal gespannt, ob ihr es sehen könnt. Schaut es euch jetzt einmal ganz genau an und gleich gebe ich euch die Antwort. Und ja, in diesem Foto befindet sich einfach ein Bild der Mona Lisa. Ich denke, der Effekt kommt am krassesten, wenn ihr euch nicht auf das Bild fokussiert. Schaut einfach irgendwo anders hin und ihr werdet automatisch im Augenwinkel erkennen, dass dort sich die Mona Lisa befindet. Leute, was seht ihr in diesem Clip hier? Also manche Menschen sehen, wie die Blöcke nach oben gehen und manche sehen, wie sie nach unten gehen. Also es ist von Person zu Person unterschiedlich. Es kommt, glaube ich, auch viel darauf an, welche Perspektive man das Ganze betrachtet. Ich zu meinem Teil sehe
sehe es aber, dass das Ganze sich nach unten bewegt, als wenn dort ein riesen Schlupfloch wäre und alles dort hineinfällt. Also, bei mir sieht es nicht so aus, als wenn es nach oben geht. Also, schreibt ein 1 in den Chat, wenn es bei euch nach oben geht und eine 2 dafür, dass es nach unten geht. Mich interessiert es brennend. Könnt ihr hier einen alten Mann oder eine junge Dame sehen? Also, hier ist wieder von Person zu Person unterschiedlich. Manche sehen einen alten Mann und manche sehen eine Dame. Also, ich zu meinem Teil sehe dort einen alten Mann. Wie sieht es bei euch aus? Lasst es mich gerne wissen. Welche dieser Zahlen hat 2 Nullen und 2 Vieren? Schreibt die Antwort mal in die Kommentare und nein, nicht spoilern lassen. Also Leute, die richtige Antwort ist B. Ich weiß, ich habe euch jetzt ein bisschen irritiert, weil ich es nicht getrennt ausgesprochen habe, aber damit war nicht gemeint, dass dort 2 Nullen und 2 Vieren sind, sondern die jeweiligen Zahlen 2 Nullen und 2 Vieren. Also, es war ein bisschen irritiert, aber ich denke, diesen Joke kennen schon ein paar Leute von euch. Könnt ihr das versteckte Wort in diesem Bild hier sehen? Falls ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ich gebe euch gleich die Antwort. Und ja, Leute, in diesem Bild hier ist das Wort Dog versteckt. Konntet ihr es sehen oder war es zu einfach für euch? Denn ich meine, wir hatten ja schon gerade das Wort Dog schon gehabt, also Hund. Das heißt, es könnte eventuell so gewesen sein, dass es für viele zu einfach war. Wenn ihr schwierigere Aufgaben benötigt, dann lasst es mich gerne wissen, dann sorge ich dafür. In welche Richtung dreht sich dieser Kopf hier? Dreht er sich nach links oder nach rechts? Auch hier ist die Antwort für jeden Mensch wieder unterschiedlich. Bei manchen dreht er sich nach links und bei manchen dreht er sich nach rechts. Bei mir dreht er sich irgendwie nach rechts, aber wenn er sich umgedreht hat, dreht er sich nach links. Voll komisch. Auf dem ersten Blick scheint dieser Mann ja ziemlich glücklich zu sein, aber es gibt tatsächlich einen Weg, wie wir ihn traurig machen können. Und um dies zu tun, müssen wir einfach nur das Bild drehen. Und jetzt seht ihr, wie traurig der Mann geworden ist. Echt schade, oder? Also, verärgert eure Mitmenschen nicht und seid immer nett zu den anderen. Und jetzt werde ich euch den Gedankentrick zeigen, der euer Gesicht enthüllen wird. Also, ihr werdet jetzt tatsächlich euer Gesicht sehen können. Und für diesen Trick müsst ihr einfach nur einen Blick auf diesen schwarzen Spiegel hier werfen. Also, geht mit eurem Gesicht mal ganz nah an den schwarzen Teil des Spiegels und dann werdet ihr tatsächlich euer Gesicht sehen. Hat es bei euch geklappt? Ich gebe euch eine kleine Erklärung. Da das Bild komplett schwarz ist, wirkt euer Handy oder euer Smartphone, außer ihr habt eine matte Folie, es muss auf jeden Fall glänzend sein, so als wäre es ein Spiegel und ihr seht euch selber in eurem Smartphone. Echt cool, oder nicht? Damit habt ihr bestimmt nicht gerechnet. Auf diesem Bild hier sind ganz viele rosa Punkte zu sehen. Aber hier ist auch ein Buchstabe drauf versteckt. Könnt ihr den versteckten Buchstaben erkennen? Also, ich gebe euch einen Tipp. Er ist irgendwo in der Mitte geschrieben und hier ist wieder das Phänomen, dass man die Farben unterscheiden muss, damit man das Ganze erkennen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Tag und alles für den Slip und wir sehen uns beim nächsten Clip. Ciao, Leute!